So, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video hier aus Camp Lindford. Ich habe letztens was richtig Geiles gesehen. Was richtig Cooles gesehen. Hammergeiles gesehen. Und zwar den neuen VW Amarok. Ja, Mama Mia. Aber bevor wir das mit der Video, die Geschichte mit dem Video anfangen, wollte ich euch fragen, wie hat euch das Video von unserem Iveco gefallen? Ja? Wollt ihr ein bisschen mehr detailliert alles sehen? Oder nur grobe Schritte? Oder nur grobe Schritte, genau, oder so. Sagt Bescheid, schreibt mir als Kommentar. Sagt Bescheid, ob euch das überhaupt interessiert. Und jetzt geht es weiter zum Thema VW Amarok. Also aktuell finde ich den am geilsten von allen. Richtig fett. Und dann habe ich gedacht, wir nehmen uns den vor und bauen ein Bodykit für. Wenn genug Anfragen gibt, dann würde Sascha das in Angriff nehmen, es zu bauen. So nicht anders. Also, das hängt von euch ab. Es wäre cool, wenn ihr das Video vielleicht teilt, ja, und repostet etc. und so weiter und so fort. So sieht's aus. Also, wir haben den genau in Blau auf der Straße gesehen. Das steht hier beim Nachbar. Das sieht richtig cool aus. Ich finde, VW baut sehr klare Linien. Alles muss geordnet sein, wie Porsche quasi. Ja. Ja, da ist Ordnung das halbe Leben. Schaut mal, das ist die Basisversion von dem VW Amarok. Wie findest du, sag ehrlich? Ich finde es gut. Und jetzt ehrlich? Der hat schon alles gesehen. So, jetzt Kamera aus, wie findest du das? Ja. So, also ich finde, mit Schrauben, finde ich cool. Also wir haben einmal den Frontspoiler. Hier so einen schönen Frontspoiler. Ist oder wäre dann auch unabhängig von dem Frontspoiler auch die Verbreiterung montierbar. Also man kann das quasi nur die vier Verbreiterungen montieren. Beziehungsweise sind da nicht vier, das sind metallige. Aber wer zum Beispiel so einen Spoiler nicht mag oder Heckklappenspoiler oder Dachspoiler oder diese Motorhaubenhutze, der kann nur die Verbreiterung kaufen. Oder nur die Hutze. Oder sagt, nee, mein Auto bleibt seriebreit. Der kann auch nur den Spoiler kaufen vorne. Ne? Also so stellen wir uns den Amarok vor. Ich finde, der hat die Front sehr, sehr angelehnt an dem wie heißt der? VW. Boah, kennst du das? Wir kommen aus der Branche und wissen nicht, wie das Auto heißt. Wisst ihr das schnell? Komm, jetzt, sag mal ehrlich, bitte schreibt mal einen Kommentar. Wisst ihr, was für ein Auto wir meinen? Wie heißt der? WX5. Verdammte Hacke, wie heißt der? Tuareg. Tuareg, hab ich gesagt, Tuareg. Ich habe VW nicht so viel auf dem Schirm, deswegen. Ja, Tuareg heißt der. Wusstet ihr das so, wo wir gerade überlegt haben, was das für ein Auto ist? Also, ich finde, die Scheinwerfer und der Grill und so weiter ist sehr angelehnt an den Tuareg. Finde ich sehr schön. Ich finde überhaupt die Industrie. Nicht alle Automobilhersteller, aber viele hauen jetzt richtig geile Klamotten raus. Da weiß man gar nicht, was für ein Auto man kaufen soll. Ja, so stelle ich mir mit dem Amarok vor. Ich sag mal so, die Version 1 ist einfach nur Verbreiterungen. Klar, die kann man auch schwarz machen, etc. Oder die Variante 2 ist halb blau, halb schwarz. Oder die Variante 3 komplett schwarz. Was sagt ihr? Ist ohne Nieten, sieht natürlich ein bisschen cleaner aus. Aber mit Nieten, weil mit Nieten, meine Damen und Herren, können wir das in Kunststoff bauen. Ja? Das heißt Kunststoff, das heißt, wir könnten 50 Bodykits am Tag herstellen. Was natürlich auch den Verkaufspreis für euch, für diejenigen, die so ein Pickup haben wollen oder haben, natürlich sehr krass nach unten schraubt. Sondern einfach, weil die Masse da ist. Vielleicht für die, die das nicht verstehen, warum kann man das mit Nieten günstiger produzieren? Weil mit Nieten ist das so, wie soll ich sagen, ja, ich gebe mir was. Ja, mein Handy zum Beispiel, ne? Guck mal, das ist das Auto.
Hier ist die Verbreitung. Die ist so. Die ist ja unten auch geschlossen. Der ganze Dreck und alles nicht reinfällt. Ne? Also hier ist nach außen. Hier ist die Front. Wir gucken so. Und dann quasi kommt so tschack, die Verbreitung drauf. Wenn wir natürlich die Verbreitung kleben. Okay, ich kläre es euch. Ich will das gar nicht wissen. Egal. Also nochmal. Auto. Ne? An Seitenwand kommt die Verbreiterung drauf. Hier ist quasi das Rad. Wenn wir das in Glasfaser bauen, da haben wir eine scharfe Kante und die muss ja irgendwie an die Karosserie dran befestigt werden. Das heißt, geklebt, geschraubt etc. Und da müssen zum Beispiel so eine Klebekante drumherum, das heißt, die Form ist schon mehrteilig. Das kann man nur im Spritzgussverfahren machen und nicht im Tiefziehverfahren. Tiefziehverfahren ist natürlich viel, viel günstiger. Die Werkzeuge sind wesentlich günstiger, weil Spritzgussmaschine braucht man zweiteilig. Quasi, das wird wie so zwei Klötze. Geht das so, putsch, wird zusammengepresst. Hier ist ein Loch, so ein Ventil, wird reingespritzt, hier rausgespritzt, fertig. Hydraulisch, schmeißt er raus, nächster. Und das ist natürlich riesige, große Werkzeuge. Und in ABS, im Prinzip ABS-Maschinen, diese Tiefzieh, funktionieren quasi, die können nur so pressen. Das heißt, du spannst eine Platte drauf, ja, auf so einem Gestell, legst du das Werkzeug oben hier auf so eine Platte. Dann kommt quasi dieser Rahmen. Von oben wird das erhitzt durch so Heizstrahler, sage ich mal so vorsichtig. Und quasi so wird es so runtergezogen. Und hier kommt Vakuum, zieht quasi so kleine Löcher, alles drumherum, um das Teil herum. Jetzt haben wir die Löcher für die Schrauben. Da brauchen wir keine Klebekante, weil wir die ja schrauben. Bei der ABS-Geschichte ist das so, dass wir am Tag wirklich kein Scherz 50 bauen können. Wo wir bei Hand laminieren eigentlich nur ein. Deswegen meine Variante wäre, die in ABS zu produzieren. Komplett. Fertig lackiert. Also ihr bekommt das Bodykit, ein paar Schrauben rein, fertig. Jetzt aktuell liegen wir bei dem doppelten Preis ohne Lackierung. Das könnte man mal machen. Ja. Zum Beispiel auch Yaris. Wir mussten leider Ende letztes Jahres, nach Corona, nach dem ganzen Chaos, mussten wir die Kosten oder beziehungsweise die Preise etwas erhöhen. Ja. Und vor allem zum Thema Toyota Yaris war, das Bodykit ist wirklich nicht einfach zu produzieren. Sieht einfach aus, ist aber nicht so einfach. Ja? Vor allem der Heckdiffusor ist sehr kompliziert. Jetzt haben wir so lange dran getüftelt, bis das funktioniert. Jetzt können wir es anbieten. In ABS-Kunststoff, fertig lackiert. Es gibt nicht Glossy, Mossy. Viele Hersteller da draußen, die in ABS produzieren, die nennen das Glossy hier, Glossy da. Ja, das ist ein rohes Material, meine Damen und Herren. Wenn ihr was Rohes, Unlackiertes auf der Sonne nach einem Jahr, ist das Ding matt. Ja? Nach ein paar Mal waschen, dass der Kratz so sehr, das ist ja nicht wie Lack, dass du das aufpolieren kannst, wird stumpf. Deswegen haben wir gesagt, wir werden jedes Teil picobello lackieren in Schwarz-Hochglanz. Das ist eine Basisfarbe, wo man fast an jedem Auto verbauen kann. Bei einem Frontspoiler, Seitenspoiler und Heckdiffusor macht man eh zu 80% in Schwarz. Bis jetzt ist die Lackierung, die Montage etc. ist alles ein bisschen aufwendiger. Deswegen. Aber also ich denke mal, wir, für die Zuschauer auch, wir gucken, dass wir in Zukunft das ein oder andere Kit auch so produzieren können. Ne? Mhm. Ja, wir wollen in der Zukunft so ein bisschen mehr in ABS-Richtung gehen, ja. Um euch auch preislich entgegenzukommen. Mhm. Was haben wir aktuell in der Produktion? M8. Genau, wir haben den BMW M8 in der Produktion. Auch so kleine Spoiler und so weiter. Ja, das haben wir aktuell und den Toyota GR86. Weiter zum Thema Amarok. So in Schwarz wäre das alles geliefert. Vielleicht direkt mit ABE, keine TÜV-Gebühren, keine Lackiergebühren. Aber wenn wir das bauen, machen wir extra Video dazu. Hinten die Rückleuchten und alles wirklich, wirklich sehr. Sehr cool. Beim Logo ist es so ein bisschen, die werden immer größer. Also das Logo ist so ein bisschen wie bei BMW De Niro. Ja. Ist dann, irgendwann hat man so ein VW-Logo und ein Gitter dahinter. Das sieht man hinten, haben wir nur so einen Heckklappen-Spoiler gemacht, beziehungsweise eine Abrisskante, die auch drumherum um die Rückleuchten hin weggehen und unten wieder schließen. Also quasi so wie so ein umgedrehtes O. Dann. Ähnlich wie beim Helux, weil es sehr gut ankam, ne? Genau. Ist nicht einfach zu produzieren wiederum. Kleinen Heckspoiler. Auf dem Deckel hinten. Und Räder. Guck mal, allein die Räder sind schon boom, ne?
So, so wird er fertig. Eieiei, guck mal. Das ist natürlich wieder nicht die deutsche Version, leider, meine Damen und Herren. Das kann man sehen, dass die Felgen bzw. Reifen so 2 cm übers Auto abstehen. Und was das alles ausmacht. Ja, mal so. Hm. Die Breite ist ja gleich, guck mal. Die Breite ist gleich geblieben, obwohl die Verbreitung jetzt, ob geschraubt oder nicht, die Breite ist gleich. Nur die Felgen. Das Auto wirkt ganz anders. Schade, deswegen ne? Auf der SEMA Show oder was weiß ich in Polen auf Ultra Race oder Essen Motor Show. Nee, da nicht. Aber auf jeden Fall im Ausland sieht man Autos, wo man denkt, übel. Der sieht krass aus, viel krasser als der von einem deutschen Tuner XY. Ja. Weil wir das nicht dürfen. Allein von vorne so nicht anders. Also der kleine Frontspoiler, beziehungsweise der kleine Frontspoiler-Lippe, die Verbreiterung, jetzt haben wir natürlich ohne die Schraubpunkte, mit perfekt. Steht im Auto sehr, sehr gut. Was kostet der, Kollege? So, Achtung, jetzt kommt. Echt? Der startet bei 47.122 Euro. Finde ich okay. Weißt du warum? Der sieht schon drinnen sehr, 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 sehr gut aus. Ja, mit so einem riesen iPad. Obwohl, wie gesagt, ich iPad nicht so unbedingt mag, aber sieht so ein bisschen aus wie Cobra, siehst du das? Kannst du das erkennen? So. Finde ich cool. Von der Seite. Zack. Nee, ich finde wirklich so am besten, so schwarz. Ein paar krasse Räder. Können wir drauf zaubern. Ja, das. Gibt es auch Videos. Mama mia. Leute, könnt ihr das sehen? Ich würde den Amarok auch höher legen, aber absolut Maximum 30 mm. 30 mm ist sehr, sehr, sehr viel. Hm. Hat man 60, 70, wie soll ich sagen, dann sieht das aus wie so ein Bodybuilder, so, und hat so dünne Beine. Geschmackssache, ne? Kommt darauf an, wofür man das Auto braucht. Ne? Im Prinzip bei unserer Variante ist beides machbar, wer das Auto ganz hoch legen möchte, auch 100 mm gibt es auch, geht auch, aber ich persönlich optisch finde, so 30 mm ist top, ansonsten nein. Das ist aber meine Meinung. So sieht's aus. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir genug Interessenten für so ein Bodykit finden. Wenn ja, würde ich mich freuen. Sascha, glaube ich, auch. Mhm. Da kann er die Ärmel wieder hochkrempeln und Bodykit bauen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.